willkommen zum dritten Türchen vom Bier-Adventskalender. Wir machen gleich mal wieder hier den Finger rein, drücken es ein, holen das Bier raus und wow, heute was, Alter, das sieht ja richtig genial aus. Heute eine grüne Flasche mit einem Dönermann drauf, könnte man denken. Das gucken wir uns an, aber erstmal den Humpen hier wieder runter. Der wiegt nämlich 10 Kilo, wie ihr wisst. Was ist das hier? Landgang Kraft Bierpilz 4,9%. Guckt euch mal den Deckel an hier. Sieht aus wie so ein Tanzhapfen. Dann habt ihr hier oben noch so ein Logo. Alles dabei. Hier ein richtiges Bild von. Sieht aus. Es sieht wirklich aus wie ein Dönermann. HBP hat ja auch Tattoos auf den Fingern, also das ist genial, das ist ein schlichtes Design, aber dieses Grüne sticht auf jeden Fall ins Auge, sehr auffällig, richtig genial. Ich zeige euch das nochmal aus meiner Perspektive. Wenn ihr das hier so habt, da seht ihr das nochmal mit dem Deckel natürlich, wie ihr hier das Logo habt alles. Landgang Brauerei, crafted in Hamburg. Da habt ihr den Typ, guckt euch den an, mit dem wollt ihr euch nicht anlegen. Sieht aus wie Freddie Mercury von Queen. Hier 4,9, ne? 35 IBU, Landgang Brauerei, Landgang oder Landgang? Der sieht aus, als wäre er aus einer Gang, aber gut. Wir gucken jetzt mal hier, rockt gegen Durst, Trinktemperatur 8 bis 10 Grad, nicht pasteurisiert. Das ist sehr übersichtlich. Landgang Brauerei in Hamburg natürlich, Bärenweg 12. Da steht nicht viel drauf, kein Schnickschnack, keine unnötige Werbung, einfach nur ein Etikett, was ins Auge sticht. Richtig genial. Und jetzt kommt es natürlich wieder drauf an, was geben wir für das Etikett? Also ich sage immer, ich mag es eher schlicht. Und es muss freundlich wirken. Das erste war mir zu dunkel, das zweite hat mir besser gefallen. Das finde ich richtig fesch, richtig trendy. Da würde ich sogar volle 5 Punkte geben für das Etikett. Jetzt müssen wir es aber erstmal aufmachen. Das machen wir wieder mit dem Feuerzeug natürlich. Zack, weg damit. Und erstmal einschenken in unser Bier-Tasting-Glas. So, das machen wir jetzt wieder hier, ganz famos. Sieht man schon, wie der Geist aus der Flasche entweicht. Ein bisschen schräg. Ich sehe andere, die machen das immer, die schütteln da oben so eine komische Schaumkrone drauf und alles, aber wir wollen einfach nur, dass alles mit einmal in die Flasche reinpasst. Kommt mir ein bisschen dunkler vor als das gestern. Oh, jetzt habe ich natürlich keine Schaumkrone, jetzt habe ich es wieder verrissen. Aber es hat alles reingepasst. Sieht man schon ganz deutlich, dass das dunkler ist als das von gestern, aber eine sehr bestechende Farbe, das sieht richtig golden aus auf jeden Fall. Gestern, das fand ich schon gut, das sieht sogar noch präsenter aus, noch besser. Wir haben also Etikett, volle 5 Punkte, Farbe und Schaum. Schaum ist keiner da, bin ich selber schuld. Farbe auf jeden Fall sehr appetitlich, 4 Punkte, Geruch. Riecht nicht wie das erste, riecht nicht wie das zweite, riecht wieder total anders. Mit dem Geruch kann ich an sich nicht viel anfangen. Ne, geben wir einfach mal 3 von 5 Punkten für den Geruch. Und natürlich haben wir noch den Geschmack vom Landgang Bier oder Landgang, wie auch immer ihr das bezeichnen würdet. Ich finde das auf jeden Fall richtig cool. Also die Flasche hebe ich auf jeden Fall auf. Die kommt ins Regal. Das probieren wir jetzt. Prost! Da merkt man deutlich natürlich den Unterschied zu dem gestern, das gestern das hellere, das war auch hell beim Trinken, das schmeckt irgendwie so leicht auf der Zunge, leicht im Abgang, leicht im Gaumen, war nicht so bitter hinterher, das merkt man schon deutlich mehr, das kommt wuchtiger, im Mund entfaltet da seinen Geschmack, ist auch ein bisschen herber im Abgang. Wie man das merkt, deswegen je heller das Bier, desto weniger Geschmack wahrscheinlich. Manche haben sogar gestern gesagt bei dem, dass das zu wässrig ist und zu wenig Geschmack. Deswegen habe ich gesagt, deswegen konnte man das gestern so gut trinken. Da habt ihr einfach eins nach dem anderen und habt gar nichts gemerkt. Wusste dann gar nicht, wie viel Bier ihr schon getrunken habt. Das hat ganz minimal weniger Prozente.
Schmeckt aber trotzdem viel kräftiger, sieht auch kräftiger aus. Geschmack ist trotzdem in Ordnung. Ich versuche das mit irgendwas zu vergleichen, aber ich finde jetzt wieder keinen Vergleich. Kann man sich aber geben, würde ich gestern, weil ich das besser trinken konnte, würde ich hier aber sogar nur eine 3 von 5 geben, so ähnlich wie das erste. Das von gestern mit 4 von 5 war aber bis jetzt, glaube ich, das Beste, weil ich mag das immer nicht, wenn das so herb oder so bitter ist. Ich mag Bier, was man einfach trinken kann, als wäre es Limo, aber kein Mischbier auf jeden Fall. Hier merkt man richtig die Biernote. Das ist natürlich Schwachsinn als Bierkenner. Jeder Bierkenner dreht sich jetzt im Grabe rum wahrscheinlich. Kann man trinken auf jeden Fall. Schmeckt, würde ich aber nicht zu meinem Lieblingsbier zählen, obwohl das eine richtig fetzige Etikette hat. Und insgesamt natürlich trotzdem eine gute Platzierung, denke ich mal. Sieht gut aus, richtig genial. Meinen Gästen würde ich sofort davon eins anbieten. Und ja, das war's, glaube ich, schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.